Hallo Freunde der Unterwasserwelt, heute möchte ich euch mal was an die Hand geben, wenn ihr euch einen eigenen Schnorchel kaufen wollt, dass ihr nur noch nach Budget und Design entscheiden müsst. Und dazu sprechen wir zunächst mal über Zahnbürsten. Mein Name ist Walter, ich bin seit mehr als 30 Jahren aktiver Tauchlehrer und Freitaucher. Und warum möchte ich jetzt über Zahnbürsten reden? Nun, Zahnbürsten und Schnorchel haben sehr viel gemeinsam. Beide sind aus Kunststoff geformt, beides nimmt man in den Mund. Und beide möchte ich zumindest meine eigenen haben. Ich leihe mir keinen Schnorchel und schon gar keine Zahnbürste. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich. Und wenn ich dann vor dem Urlaub in den Laden gehe, um mir wieder mal eine Zahnbürste zu holen, dann stehe ich vor dem Regal und denke, wow, schon wieder mehr Modelle. Da gibt es links gedrehte Borsten, rechts gedrehte Borsten, starre Handstücke, flexible Griffe, gebogene Griffe und. Die Auswahl scheint kaum überschaubar. Aber im Grunde kommt es ja nur darauf an, welche Härte die Bürsten haben. Es gibt drei Härtegrade: hart, mittel und weich. Für eine dieser Härten muss ich mich entscheiden. Und bei Schnorcheln ist es genauso. Es gibt drei Kategorien von Schnorcheln. Das eine ist der ganz einfache Schnorchel hier, einfaches Rohr, Mundstück. Der zweite Schnorchel ist unten mit einem Ausblasventil versehen und die dritte Kategorie hat zusätzlich zum Ausblasventil unten noch einen sogenannten Trockenteil, oben ein Trockenventil hier oben. Das ist ein sogenannter Trockenschnorchel. Das war's. Für eine dieser drei Kategorien musst du dich entscheiden. Für wen welche Kategorie in Frage kommt, versuche ich jetzt mal so ein bisschen einzugrenzen. Und dann beginnen wir mit dem Trockenschnorchel. Das ist für jemand, der nicht so wasseraffin ist, gerne schauen möchte, gerne mal mit ins Wasser geht, aber lieber an der Oberfläche bleibt. Vielleicht mal 1-2 Meter abtaucht, wenn es denn sein muss. Aber generell möchte er vermeiden, dass er Wasser in den Mund bekommt und deshalb gibt es dieses Trockenventil. Das heißt, wenn da mal der Kopf unter die Wasseroberfläche geht oder der Schnorchel zu weit runter geht, dann läuft da nicht gleich Wasser rein, das Ventil schließt. Oder wenn eine Welle drüber geht, auch dann schließt das Ventil. Und falls mal ein bisschen Wasser tatsächlich reinkommen sollte, hat man hier unten das Ausblasventil mit einem kleinen Reservoir. Das heißt, einmal kurz gemacht, das Wasser ist weg. Dann gibt es die Kategorie 2. Das sind die Schnorchel, die oben offen sind, vielleicht noch einen Spritzschutz haben, aber hier unten ein Ausblasventil. Diese Schnorchel sind sicherlich für die meisten ideal. Ich habe selber einen natürlich, weil es relativ bequem ist. Hier, wenn man abtaucht, der Schnorchel vollläuft, dann ist es so, dass wenn man an die Oberfläche zurückkommt, läuft das Wasser so weit raus, wie die Oberfläche steht. Würde bedeuten, nehme ich den Kopf ganz raus, ist der Schnorchel auch schon leer. Also das ist recht angenehm. Wenn ich ihn nicht ganz rausnehme, habe ich vielleicht nur noch so viel Wasser zum Auspusten geradezu. Ideal und einfach. Die Kategorie 3 ist, sage ich mal, die sportliche Variante der Schnorchel. Das ist für jemand, der Freitaucher ist, der sportlicher ambitioniert ist, weil beim Freitauchen ist ein Punkt ganz wichtig. Wenn ich tiefer und länger hinuntergehe, nehme ich den Schnorchel aus dem Mund. Wenn ich nur normal schnorchle, vorne mich an der Oberfläche bin, wie gesagt, mal 1, 2, 3, lass es mal 5 Meter sein, abtauche, kann ich ihn im Mund lassen, dann puste ich ihn oben aus. Aber sobald ich weiß, ich gehe länger und tiefer, ist beim Abtauchen der Schnorchel raus. Das heißt, das Ausblasventil würde überhaupt keinen Sinn machen, weil wenn ich hochkomme, möchte ich nicht unbedingt noch einen Schnorchel ausblasen, sondern ich möchte kurz unter der Wasseroberfläche ausatmen und sofort meine Sauerstoffschuld wieder begleichen und tief ein- und ausatmen. Deshalb genügt hier ein ganz einfacher Schnorchel. Okay, wenn ihr euch jetzt oder wenn du dich jetzt für eine der drei Kategorien entschieden hast, dann bleibt noch ein paar Details abzuklären. Und zwar zum einen, das habt ihr hier gerade gesehen, es gibt Schnorchel, die sind starr und Schnorchel, die sind unten flexibel. Da gibt es nun zwei Lager. Die einen sagen, bei einem starren Rohr, da stelle ich mir die Höhe ein, drehe das Mundstück in die Richtung, wie ich es haben will
Und dann muss ich hier die Beißwarzen nicht so mit den Zähnen festhalten, weil der Schnorchel bleibt in der Position. Das erspart mir hier hinten die Muskulatur anzuspannen. Die anderen, zu dieser Kategorie gehöre ich, haben lieber das Flexible. Hier stelle ich auch die Höhe ein, muss aber den Schnorchel immer so ein bisschen mit den Zähnen übers Mundstück festhalten. Ich hatte jetzt gerade gesagt, dass ich auch Freitaucher bin. Das heißt, wenn ich jetzt mal tiefer abtauchen möchte, mal kurz zwischendurch, dann kann ich hier einfach den Mund aufmachen und dann ist der Schnorchel weg. Bei einem starren Rohr muss ich ihn dann runternehmen, ein bisschen wegdrehen. Das stört mich hier immer. Das ist bei dem Flexiblen nicht der Fall. Aber wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich empfehle die Flexiblen, andere wiederum die starren Rohre. Diese Entscheidung musst du also selber treffen. Ich selbst finde es nicht so anstrengend mit den Kaumuskeln. Auch beim Tauchen ist es so, dass ich den Automaten immer festhalten muss. Wenn ich den Mund locker lasse, würde der mir rausfallen. Und Tauchgänge von 1, 2, 3 Stunden sind nie so, dass ich merke, oh, meine Kiefer tun mir weh. Also ich denke mal, man kann durchaus mit einem flexiblen Teil arbeiten. Das war das. So, wenn du dich jetzt dafür entschieden hast, dass du, sag ich mal, den mittleren Schnorchel nimmst mit einem flexibleren Mundstück und einem Ausblasventil, dann, und das ist bei allen gleich, gibt es noch die Option, dass es zweigeteilte Maskenclips gibt. Bei einem zweigeteilten Maskenclip verbleibt der eine Teil hier dran und der andere am Schnorchel. Das heißt, ich kann die ganzen Sachen relativ einfach auseinandernehmen und verstauen. Und sollte mal ein Teil fehlen jetzt, warum auch immer, oder kaputt gehen, ist es jetzt nicht so relevant bei so einem Clip, weil ich kann den Schnorchel immer noch unter das Maskenband schieben. Das geht also sehr leicht. Das ist ein zweiteiliger, hier ist ein einteiliger dran. Das geht etwas aufwendiger. Hier, das funktioniert wie eine Klammer. Da drückt man da oben drauf und macht das Maskenband drunter und dann hält das Ding eben auch. Wenn man es auseinanderbauen will, muss man halt wieder das Maskenband raus machen. Das ist also nicht ganz so relevant, würde ich jetzt mal sagen. Spannend wird es dann, wenn ihr euch entscheidet, ob ihr ein No-Name-Produkt kauft oder einen Schnorchel von einem Markenhersteller nehmt. Der Vorteil, wenn ihr einen Schnorchel von einem Markenhersteller nehmt und ein bisschen Budget auch anlegt, also 25, 30, vielleicht 35 Euro, dann habt ihr die Möglichkeit, das einzige Teil, was an so einem Schnorchel jemals kaputt gehen kann, auch auszutauschen. Das ist das Mundstück. Also hier ist es so, wenn ihr den Schnorchel gut pflegt und nicht in der Sonne liegen lasst, damit die UV-Strahlen das Material nicht aushärten, und ihr den jeweils gut austrocknen lasst, nachdem ihr ihn mit Süßwasser gespült habt, bevor ihr ihn wegräumt, dann ist das Einzige, was mal kaputt gehen kann, das Mundstück. Und bei einem Markenhersteller kann man das Mundstück tauschen. Das ist jetzt ein ganz gängiges, normales Mundstück, wie es an jedem Automaten dran ist, also Lungenautomaten vom Tauchen. Das heißt, kann ich nachkaufen jederzeit. Sollte es unansehnlich sein oder durchgekaut, schmeiße ich das weg und muss nicht den ganzen Schnorchel in die Tonne kloppen. Also hier, das wäre ähnlich wie bei den Bürstenköpfen bei der Zahnbürste eine Entscheidung, die Plastik, Müll und Geld spart. Eins ist noch wichtig, wenn ihr einen Schnorchel nehmt, der ein Ausblasventil unten hat. Ihr müsst darauf achten, ob der für links oder für links und rechts ist. Der hier zum Beispiel ist für links gebaut. Nehme ich den auf die rechte Seite und das Mundstück in den Mund, schaut dieses Ventil schon auf jeden Fall nach vorne, wenn nicht gar leicht nach oben. Das heißt, die Funktion des Ventils ist außer Kraft gesetzt. Und so ein Ventil, das kann man vielleicht nicht ganz sehen, ist im Prinzip nichts anderes als eine Membran, die von unten angedrückt wird durch das Wasser. Wenn ich jetzt ausatme und Wasser rauspuste, geht die natürlich weg. Das Wasser kann ab. Und sobald ich aufhöre mit dem Ausblasen, drückt der Wasserdruck das Ventil wieder zu.
Wenn ich den nun auf die andere Seite nehme und das Ventil nach oben kommt, ist ganz klar. Ich kann kräftig rauspusten, das Ventil hebt ab, bekomme auch ein bisschen Wasser raus, aber es braucht viel mehr Zeit, um wieder dicht zu werden. Das heißt, es läuft immer ein bisschen Wasser nach und damit hat das Ventil seine Funktion fast gänzlich verloren. Also achtet darauf, ob links oder rechts. Zur Pflege wäre noch kurz was zu sagen. Wenn ihr den Schnorchel nicht gut austrocknet, mit Süßwasser spült und nicht gut austrocknet, dann kann sich darin Schimmel bilden. Ich habe hier mal einen Schnorchel ein Jahr lang liegen lassen, nicht ausgespült. Und das, was ihr jetzt da drin seht, das Schwarze, das ist keine Patina wie bei einem Tee, sondern das ist Schimmel. Und Schimmel möchte man beim nächsten Urlaub nicht in die Lunge atmen. Das heißt, achtet wirklich darauf. Gut mit Süßwasser spülen, auch wenn ihr im See wart. See ist zwar Süßwasser, aber auch da hat es Algen drin. Und dann wirklich im Schatten irgendwo hinhängen und darauf achten, dass er gut austrocknet, vor allem innen. Jetzt möchte ich noch mal eine kurze Unterscheidung zwischen Schnorcheln und Freitauchen machen. Freitauchen beginnt bei mir, wenn ich Tiefen aufsuche, die jenseits der 5 Meter liegen. Oder wenn ich länger als 30 Sekunden unter Wasser bleibe. Dann nehme ich den Schnorchel aus dem Mund. Und das solltet ihr euch auch angewöhnen. Zum einen kann man viel leichter die Luft anhalten und zum anderen ist es so, wenn man sich mal ein bisschen verschätzt hat, vielleicht der Weg nach oben länger ist als gedacht, die Luft knapper als gewollt, dann muss man nicht erst noch einen Schnorchel auspusten, sondern dann geht man durch die Oberfläche und kann sofort wieder die Sauerstoffschuld ausgleichen, indem man tief ein- und ausatmet. Deshalb hier diese Unterscheidung 30 Sekunden, 5 Meter. Diese Grenze ist sicherlich fließend. Manch einer hat vermutlich schon das Problem, wenn er überhaupt darüber nachdenkt, 30 Sekunden die Luft anzuhalten. Aber ihr würdet euch wundern, mit nur ganz, ganz wenig Übung, ich werde dazu mal ein Video machen, kommt man relativ schnell auf 2 Minuten, 3 Minuten Luftanhaltezeit. Das ist also gar nicht so schwierig. Aber das eben zur Unterscheidung. Wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, mit meinen Kindern, dann bleibe ich an der Oberfläche, gehe vielleicht mal 1, 2, 3, vielleicht auch die 5 Meter hinunter und da lasse ich den Schnorchel im Mund, weil ich einfach schauen möchte, was da unten los ist. Wenn ich dann auftauche, bin ich wieder in der Schwimmlage, puste ihn kurz aus. Wie gesagt, ich habe einen Schnorchel mitten im Ausblasventil, auch meine Kinder und meine Frau. Und es ist relativ einfach, da Restwasser rauszubekommen. Und ich kann dauernd sehen, da unterbreche ich also meinen Schnorchelgang nicht die ganze Zeit, indem ich wieder hier pumpe und Luft hole, in den Schnorchel wieder rein und dann geht es weiter. Nee, das ist dann hin und wieder ein Auf und Ab, aber ich schaue die komplette Zeit. Das ist eben wirklich ein Unterschied. Und was ihr jetzt von mir bekommen habt, ist einfach mal ein bisschen was an die Hand, damit ihr, wie gesagt, nach Budget und Design entscheiden könnt. Ihr müsst euch für eine Kategorie entscheiden. Ihr müsst überlegen, ob der Schnorchel flexibel oder starr sein soll. Ob ihr euch ein Markenprodukt oder ein No-Name-Produkt kauft. Das heißt, Markenprodukt, Mundstück ist tauschbar. Oder No-Name-Produkt, wenn das Mundstück mal defekt ist, dann schmeiße ich es in die Tonne. Das ganze gute Stück. Das ist jetzt die Überlegung, die ihr anstellen müsst. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euren Schnorchel aussucht und noch schönere Schnorchelgänge. Bis zum nächsten Mal, euer Snorkeling-Scout Walter.